Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Ich begrüße euch zu einem Mini-DM-Haul. Den habe ich eben schon mal gedreht, dann habe ich gesehen, die Kamera lief nicht. Also beginne ich nochmal von vorne und zeige euch einfach, was ich für Kleinigkeiten mitgenommen habe. Als erstes habe ich Reinigungstücher mitgenommen von Balea. Das sind 10 Reinigungstücher. Ich weiß nicht, ob ich sie vertrage. Ich vertrage manche Reinigungstücher nicht, manche Gesichtsmasken nicht. Da wird meine Haut einfach, als wenn ich einen Sonnenbrand hätte und das brennt ohne Ende. Daher probiere ich die jetzt aus und wenn sie gut sind, kann ich sie mir nachbestellen. Und dann habe ich mitgenommen 2 Pflegespülungen. Einmal eine Repair-Pflegespülung von Balea. Und meine Glossy Braun Pflegespülung. Die nehme ich ja immer. Wer meine DM-Holz guckt, weiß das. Dann habe ich mitgenommen einmal Milchreis. Ich nehme eigentlich immer diese Fertig-Milchreistüten, wo man praktisch nur noch die Milch aufkocht, das einrührt, 10 Minuten quellen lässt. Fertig. Den hatte ich jetzt noch nicht. Der dauert auch deutlich länger, habe ich gesehen. Der braucht 25 Minuten. Bis er fertig ist, bin ich sehr gespannt, werde ich auch mal austesten, weil ich esse manchmal auch morgens gerne Milchreis statt Müsli. Kann man genauso gut mit Früchten essen. Dann kam für den Emil was mit, und zwar ein Saubär Schaumbad mit Mandeln und Honig. So eine Limited Edition. Im Internet war die schon ausverkauft, da gab es die nicht mehr. Und die riecht ganz, ganz angenehm, wirklich nach Mandeln und Honig. Man riecht beides gut raus. Und ja, das kam deswegen mit. Und genauso habe ich ihm ein Limited Edition Duschshampoo mitgenommen. Auch von Sauber mit Mandarine Karamell. Ja, und das riecht sehr nach Karamell, finde ich. Also man riecht gar nicht so die Mandarine raus, aber ja. Er hat sich die übrigens selber mit ausgesucht, also er hatte sie abgesegnet und wollte die haben. Deswegen kamen die beiden Sachen für den Emil mit. Und dann, wenn wir eh schon eben beim Essen waren, habe ich was entdeckt, was ich auch noch nie hatte. Und ich hoffe, es schmeckt. Und zwar von Einatura habe ich mir das Frühstückskuskus mitgenommen mit Apfeldattel. Das sieht so aus. Und ja, ich bin sehr gespannt. Zutaten sind Couscous, Hafer, Vollkornflocken, Äpfel getrocknet, Datteln getrocknet. Hanfsamen geschält, Sonnenblumenöl, Bonbon-Vanilleschote gemahlen. Das ist alles drin. Und der braucht 5 bis 7 Minuten. Kann man mit heißer Flüssigkeit, Milch, Wasser, Sojadrinks etc. aufkippen. Ich bin sehr gespannt, ich werde es demnächst mal kosten. Und ich hoffe, es ist nicht allzu eklig. War eigentlich Couscous mag ich. Und ja, ich finde es sehr spannend, hatte ich vorher noch nie gesehen. Ich werde berichten. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir das ja unten in die Infobox schreiben. Ich kann ja auch mal ein Food-Frühstücks-Diary machen, weil ich ja jetzt doch ab und zu mal, wie gesagt, mal esse ich Quark, mal esse ich Milchreis, vielleicht esse ich das. Ich habe auch noch Frühstücksbrei zu Hause, den ich ab und zu mal esse. Dann kann ich das ja mal mitfilmen und euch dann als ein Frühstücks-Food-Diary online stellen. Ja, und denn ich habe momentan so furchtbar trockene Haut, also jetzt wird es schon langsam besser. Hier war alles ganz aufgeplatzt und ja, daher habe ich mir 3 Handcremes gekauft, um einfach mal zu testen, welche mir gefällt, welche gut hilft. Bisher habe ich aber nur eine benutzt und das war die von Hansan, Winter Handcreme 2 in 1, pflegend und antibakteriell. Die habe ich jetzt immer benutzt und wie gesagt, es wird auf jeden Fall besser. Und dann habe ich mir noch 2 von Balea mitgenommen. Einmal die Handcreme, Pflege und Maske mit Macadamia Nussöl für sehr trockene Hände. Und einmal die Handcreme Totes Meer, sanfte Feuchtigkeitspflege mit Totes Meersalz und Aloe Vera für trockene Hände. Ja, die 3 habe ich mir mitgenommen. Und dann hatte ich das erste Mal irgendwie von Balea gesehen, dass sie so, naja, so das ist halt eigentlich ein Labello. Aber ist übrigens mit Nordic Lingonberry. Keine Ahnung, was das ist. Soll jetzt auch noch so ein bisschen bei Kälte schützen. Ich will das vor allem nehmen, weil ich ja jetzt immer mit Fahrrad fahre. Und das ist so ein Labello, wo man das rausdrückt. Können wir jetzt mal testen. Also, ich rieche nichts und
Schmecken tue ich auch nicht wirklich was. Lässt sich angenehm auftragen und ja. Habe ich halt mitgenommen, weil ich auch momentan so oft spröde Lippen habe und alles. Und das war auch schon alles, was ich... Ach nein, eine Sache, die hat aber Emil schon verschleppt. Wir haben noch eine Kindersonnenbrille gekauft für 2 Euro. Aber ansonsten war es das, was ich im DM gekauft habe. Deswegen auch nur ein Mini-Mini-DM-Haul. Aber ich wollte es euch halt zeigen und ich hoffe, ihr hattet einfach Spaß wieder daran. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Infobox, ob ihr so ein Food-Frühstücks-Diary haben wollt. Dann würde ich das demnächst mal drehen. Und ihr könnt mir natürlich gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr dürft mich gerne abonnieren, das kostet nichts. Ihr dürft mir gerne auch bei Instagram oder bei Facebook folgen. Wie ihr mich dort findet, seht ihr in der Infobox. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!